In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten hat Lars eine Grenze überschritten. Wie ihr bereits wisst, hat Lars, Hardy Krüger, Maren, Eva Mona Rodekirchen, in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten spontan geküsst und wird dafür von Michi, Lars Pape, angegangen. GZSZ. Michi macht Lars eine Ansage im offiziellen GZSZ-Podcast, kommentiert Schauspieler Lars Pape die Geschehnisse. Die Vorgeschichte ist ja, dass Nie hat Michi ganz beiläufig aufs Brot schmiert. Dass Lars Maren geküsst hat und Michi das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann trifft er kurz darauf den guten Lars auf dem Kiez und macht ihm für Michis Verhältnisse eine ziemlich deutliche Ansage, dass er doch bitte die Finger von seiner Frau lassen soll. Bei aller Erinnerung und aller Romantik, das geht zu weit. Ansonsten kann Michi auch ganz schön ungemütlich werden. Und weiter. Michi ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass Lars und Maren verheiratet sind. Aber da gibt es eine klare Grenze, die auch verabredet war, und dann passiert das plötzlich, womit man nicht rechnet. Und dann darf man auch eine klare Ansage machen. GZSZ. Hardy Krüger über Lars Brunner aus der Perspektive seiner Rolle sei die Sache allerdings gar nicht so wild, wie Hardy Krüger seinerseits im Podcast erläutert. Lars meint vieles nicht böse. Das ist einfach seine Artikel. Die kann auch ein bisschen Tumuch sein. Aber er macht das sehr liebenswert. So dass man denkt, dass er überhaupt kein Arsch ist, sondern irgendwie doch ganz nett. Das ist immer ein Hin und Her. Aber eigentlich kann man ihm nicht böse sein, obwohl er manchmal ganz schön draufhaut. Für Lars sei der Kuss keine große Sache. Es ist ihm so rausgerutscht und er hat das gar nicht so ernst genommen. Er wollte sie nicht vorsätzlich an seine Ex ranmachen. Das war einfach so good old days, memories, und dann ist es passiert, so Krüger. Dennoch hat der Kuss Konsequenzen. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Dienstag, 17. September um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ, Lars zieht aus. Letztendlich entscheidet sich Lars in der Serie freiwillig dazu, auszuziehen und Michi und Maren ihren Raum zu lassen. Für Lars ist das unangenehm, und er wollte das Ganze auch nicht provozieren und hat verstanden, dass er jetzt lieber die Kuh vom Eis bringt, bevor es kompliziert wird, und für ihn ist es ja kein Problem, ins Hotel zu ziehen, sagt Krüger über die Entscheidung seiner Rolle. Damit ist die Sache allerdings noch nicht erledigt. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar.
Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.